Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei der Pressekonferenz. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen hier im Presseraum und natürlich auch unten im VIP-Zelt. Der Spieltag der SC Teutonia Watzenbrodt Steinberg gegen SV Eintracht Trier. An meiner Seite, zu meiner Linken, den Gästetrainer Oskar Corrochao. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Und zu meiner Rechten, unseren Heimtrainer Francesco Copado. Herzlich willkommen, meine Herren. Dem Gästetrainer gebührt das erste Wort, Ihr Statement zum Spiel. Bitte schön. Ja, wir wussten von Beginn an, dass Watzenbrodt spielerisch eine sehr starke Mannschaft hat. Wir haben einfach, um es auf den Punkt zu bringen, von Anfang an keinen Zugriff gehabt. Wir wussten, dass eigentlich im 4-2-3-1 unkonventionell einfach der Amahai Boume im Zentrum spielt und wollten da auch die Räume eng machen. Das haben wir überhaupt nicht hinbekommen. Und es hat sich eigentlich über das ganze Spiel durchgezogen. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, durchgezogen, zweite Halbzeit dasselbe. Dann hat Bakke umgewechselt auf eine Raute, 4-4-2 Raute eng gemacht. Und ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben auch da Probleme gehabt, muss man ganz klar sagen. Von Torchancenanzahl, die ein oder andere Szene, also zwei sehr gute Chancen für Watzenbrodt. Da haben wir einen Engel mit uns gehabt und man muss, es ist jetzt einfach unterm Strich war das ein dreckiger Unentschieden. Ne, es gibt dreckige Siege, das war ein dreckiger Unentschieden. Und aber was wir natürlich auch analysieren werden, nur ich muss der Mannschaft in der Hinsicht ein Kompliment machen. Ja, dass, wenn die Füße es nicht will, ne, dann hört es auch in der Psyche auf. Ne, und das war auch das Problem von Beginn an heute. Es war sehr kraftberaubend am Mittwoch unser Spiel, unser Sieg. Und deswegen müssen wir jetzt unterm Strich sagen, dass die Mannschaft super gekämpft hat und einfach gezeigt hat, dass er auch da ist. Und wie gesagt, glücklicher Punkt, aber die Mannschaft hat sich auch erarbeitet und diesbezüglich ja, müssen wir mal einen Fokus voll auf nächsten Freitag zu Hause, auf ein nächstes Heimspiel dann fokussieren. Danke. Dankeschön, Herr Corrochao. Francisco, gewonnener Punkt oder verlorener Punkt? Wie siehst du das heute? Hallo erstmal zusammen. Ja, wir haben natürlich heute zwei Punkte liegen gelassen, darüber wollen wir nicht diskutieren. Ja, und der Oskar hat es ja auch gerade eben schon gesagt. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit versucht haben, Fußball zu spielen, versucht haben, nach vorne zu kombinieren. Wir wussten, wie Trier spielt, wir wussten, in welchem System, wir wussten, wo die Löcher sind und wir wussten auch, wie die mit Ball agieren. Dazu ein Riesenkompliment zu meiner Mannschaft. Wir haben in 90 Minuten nicht eine Torschance zugelassen. Wir haben defensiv sehr gut gestanden und haben sehr frühzeitig die Bälle wiedergekämpft und auch wieder auf unsere Reihen, in unsere Reihen gebracht. Wir haben erste Halbzeit nicht den Druck ausgeübt, den ich mir vorgestellt habe, den ich vor der Mannschaft oder vor dem Spiel eben der Mannschaft eben mitgeteilt habe, dass wir da versuchen, immer wieder vertikal in die Lücken zu spielen, vertikal in die Schnittstellen zu spielen, um dann vorne Torschancen daraus zu kreieren. Das ist uns erste Halbzeit nicht so viel gelungen. Zweite Halbzeit wussten wir, dass Trier durch das Spiel am Mittwoch auch irgendwann mal Kräfte lassen wird. Deswegen war die Anforderung weiterhin, hohes Tempo zu spielen. Mit dem Unterschied als der ersten Halbzeit, dass wir noch direkter nach vorne spielen müssen und noch mehr Mut nach vorne haben müssen. Das haben wir in zweiter Halbzeit, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Wir haben uns, glaube ich, der Raphael hat, glaube ich, drei hundertprozentige Torschancen gehabt und davon müsste natürlich einer mal im Netz landen. Sollte nicht sein. Die Mannschaft hat sehr gut nach vorne gespielt und hat sich leider nicht belohnt, aber wir wissen, wo der Schuh drückt und wir werden weiter daran arbeiten, um halt dann solche Spiele halt für uns zu entscheiden. Aber ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, weil sie bis zur letzten Sekunde auch durch die noch halbe Tormöglichkeit von Dennis noch den Sieg auf den Füßen hatten. Es sollte heute nicht sein. Trier hat alles reingeworfen, was sie hatten, um den Punkt festzumachen. Den haben sie sich dann geholt. Wir haben zwei verloren, aber auch für uns ist es wichtig, dass wir wieder zu Null gespielt haben und dass wir defensiv langsam eine Ordnung finden, wo wir, ja, sag ich mal, auch ja,
kleine, nicht eine Festung werden, aber wo wir auf jeden Fall stabil stehen und weniger zulassen wie in den ersten Spielen. Und daraufhin kann man aufbauen. Nach vorne müssen wir uns weiter verbessern, das wissen wir. Das machen wir im Training, das versuchen wir im Training die ganze Woche. Und mit Sicherheit wird immer der Knoten platzen und werden solche Spiele dann auch für uns entscheiden. Dankeschön. Gibt es Fragen von Ihnen, meine Herren? Hier vorne, ich gebe mal kurz das Mikro weiter. Frage an Oskar Corosciano. Sie haben es angesprochen, jetzt kommt für Trier endlich nach vielen, vielen englischen Wochen mal eine normale Trainingswoche. Wie werden Sie die Mischung jetzt finden zwischen einerseits notwendiger Regeneration, aber andererseits auch taktischer Arbeit, Grundlagenarbeit, die Sie natürlich jetzt mit Ihrer Mannschaft auch machen? Ja, Sie haben es ja schon richtig angesprochen, die Regeneration. Wir werden direkt damit heute beginnen, nach dem Spiel. Und haben auch überlegt, wie wir das jetzt Freitag haben wir das nächste Spiel. Und wir werden denen auf jeden Fall einen Tag gönnen. Das ist entweder morgen, dann müssen wir heute Abend regenerieren, oder dann am Montag, wenn wir morgen regenerieren. Das muss ich mir noch überlegen. Aber es ist einfach jetzt, die Priorität ist jetzt zu regenerieren, und dann haben wir 4 Einheiten, ja, oder fast 5, wo wir dann einfach auch im taktischen Bereich natürlich Sachen einstudieren werden müssen. Wir haben vorher gerade mal 2 Trainingseinheiten gehabt vor dem Spiel am Mittwoch. Danach hieß es auch nur regenerieren bis heute. Und jetzt haben wir etwas länger, und ja, da können wir uns schon ein bisschen was einfallen lassen. Weitere Fragen, meine Herren? Wir folgen nochmal. Wenn Sie, Herr Cupado, Christopher Spang, der Ex-Trierer, hat jetzt zum dritten Mal, wenn man den Pokal mitnimmt, bei Ihnen als Rechtsverteidiger gespielt. Wie kam Sie auf die Idee, ihn dorthin zu stellen? Es ist ja schon längere Zeit her, dass er das mal in Trier gemacht hat. Ja, man überlegt natürlich, wo man Defizite hat und was man für einen Spieler hat. Und die Idee kam ja mal während der Woche, habe ich mal mit Christoph gesprochen und ihn mal gefragt, ob er auf der Position schon mal gespielt hat. Wir haben ein bisschen Bedarf auf der Position. Er bringt alle Veranlagungen mit, diese Seite oder dreimal diese Position auszufüllen. Er ist ein sehr athletischer Spieler, ein körperbetonter Spieler und kann auch durch seine Laufarbeit immer wieder vorstoßen und Flanken bringen, weil er einen guten rechten Fuß hat. Heute hat es wieder ganz gut gemacht in der Defensive. Er hat auch den einen oder anderen Angriff mit eingeleitet. Leider sind 2-3 Flanken, die er, sag ich mal, zum Ende hin gebracht hat, dann ein bisschen übers Tor gekommen ist. Aber ich glaube, dass er wiederum eine gute Leistung gebracht hat. Und vor allem ist das ein Junge, der die Position annimmt. Das ist wichtig, weil sonst kannst du die nicht ausfüllen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ihn dahin zu stellen. Und bis jetzt hat er mich überzeugt und wird auch weiterhin diese Position begleiten. Weitere Fragen an die Coaches? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann für Sie noch die offizielle Zuschauerzahl. 478 offizielle Zuschauer heute. Weiter geht es mit der Teutonia bei den Kickers in Stuttgart am 15.10. um 14 Uhr und zu Hause dann am 22.10. gegen Waldhof Mannheim, das Ganze um 18 Uhr. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut nach Hause. Auch für Sie gute Rückfahrt nach Trier. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.